Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie man hier sehen kann, gab es diese Woche eine relativ krasse, also eine extrem krasse Diskrepanz zwischen der Performance der einzelnen größeren Indizes. Die Nasdaq mit fast 6% extrem stark, getrieben von den Big Techs. Auf der anderen Seite der Russell, also Small Caps, deutlich im Minus mit 3%. Und der S&P, beziehungsweise der S&P Equal Weight, der S&P leicht im Plus und der Equal Weight ja auch doch deutlich im Minus. Woran lag das? Vielleicht ganz kurz zum Anfang. Wir haben die Woche eine krasse Umschichtung gesehen in die klassischen Big Tech-Werte, also in Facebook, Apple, Microsoft, Google. Und da, dass sie natürlich vor allem in der Nasdaq eine sehr hohe Gewichtung haben, hat die entsprechend profitieren können, sieht man auch daran, dass der S&P, also der Nicht-Equal-Weight-S&P, deutlich besser performt hat als der Equal-Weight-S&P, der dann doch relativ deutlich im Minus war. Und der Russell war vor allem so schwach, weil erstens in dem Indiz die Financials, die ja aktuell extrem schwach performen, zu Recht, denn die höchste Gewichtung haben von allen Sektoren. Und dazu natürlich der überwiegend aus ja, kleineren und mittelgroßen Unternehmen besteht, die natürlich aktuell auch doch stärker unter der ja, Misere im Bankenbereich leiden, als halt, wie gesagt, die großen Big Techs. Und so kam das Ganze dann zustande. Kann ich auch gleich nochmal den Charts nochmal zeigen. Aber natürlich wichtig zu beobachten. Ja, zu Anfang wieder der Risk-Disclaimer. Alles, was in dem Video sagen wird, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Agenda heute wieder. Ja, ich fange wieder kurz an, bevor ich bitte über den CPI und den PPI spreche, über die Situation im Bankenbereich zu reden. Aber nicht so lange wie letzte Woche. Und dann eben Business as usual. Also halt, was steht kommende Woche an und was könnte von den Setups und den Sektoren her interessant sein. Ja, Update zu der ganzen, ja, zu allem im Bankenbereich im Endeffekt. Einmal haben wir die Credit Suisse, die jetzt natürlich auch diese Woche, ich glaube am Mittwoch war es ja, zusätzlich in den Mittelpunkt gerückt ist, weil der größte Investor, ich glaube die Bank of Saudi Arabia, gesagt hat, sie werden ihren Anteil an der Credit Suisse nicht weiter ausbauen, also kein zusätzliches Kapital mehr zuschießen. Das hat die Aktie, ich glaube, 30, 40% fallen lassen dann direkt mal. Jetzt sieht es so aus, dann gab es am Donnerstag oder Freitag die Nachricht, dass die Swiss National Bank, also die Schweizer Nationalbank, die SNB, eine 50 Milliarden oder eine Kreditfazilität für die Credit Suisse öffnet. Und jetzt sieht es aktuell so aus, also im Stand Samstagabend, dass die, ich habe USB geschrieben, natürlich UBS, also die größte Schweizer Bank, der direkte oder mitgrößte Konkurrent der Credit Suisse, sehr konkret an einer kompletten Übernahme arbeitet. Also nicht nur an Teilen, also nicht, dass die Bank zerschlagen wird, sondern dass sie komplett übernommen wird, Stand jetzt. Ich habe hier nochmal aus Bloomberg einen Artikel rauskopiert, wo das nochmal zusammengefasst wird. Ausgang ist noch offen. Ich gehe stark davon aus, dass wir da vor US-Börseneröffnung am Montag genaueres zu wissen werden. Ich denke, es ist ein Interesse allen, das ganze Thema schnellstmöglich zu beseitigen, weil wir ja vor allem gerade noch eine andere Bankenkrise am Laufen haben, die vor allem halt die Regional Banks betrifft. Hier ist natürlich der große Unterschied. Die Credit Suisse ist eine tatsächlich systemrelevante Bank, das heißt eine der Top 30 Banken, was die Bilanz angeht oder Bilanzsumme angeht. Dementsprechend muss hier eingeschritten werden. Die kann man nicht einfach vor die Hunde gehen lassen. Hat man das mit den anderen auch nicht gemacht, aber trotzdem wichtig zu unterscheiden. Und ansonsten im US-Regional-Bereich, Performance war die Woche wieder unterirdisch. Was ist noch passiert oder die ja, mit wichtigste Entwicklung wahrscheinlich, dass die First Republic Bank, also auch eine US-Regional-Bank, Kredite im Wert von oder Einlagen im Wert von knapp 30 Milliarden US-Dollar von den großen US-Banken, also Goldman, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan etc. bekommen hat und zusätzlich wahrscheinlich probieren wird. Die News kam jetzt auch übers Wochenende in Form eines Private Placements, also einer Kapitalerhöhung, Anfang kommender Woche zusätzliches Kapital aufzutreiben, um sich eben aus der ja, aktuellen Schieflage zu befreien. Dann, was ist auch noch passiert oder im Zuge von all dem, letzte Woche relativ krass, ich habe hier oben mal eingeblendet und zwar die ja, US-Zinserwartung im Endeffekt über die nächsten Monate hinweg. Man sieht hier relativ eindeutig, dass eben mittlerweile bis 24, also Anfang 2024 mehr als 100 Basispunkte an Rate Cuts eingepreist sind. Also quasi sieht man hier relativ schön. Hier hat man das Zinsniveau und hier eben die Zeitachse. Und also ich sag mal, vor dem SVB, also vor der Silicon Valley Bank
Zerfall sah das Ganze noch deutlich anders aus. Da wurde nämlich kein einziger Rate Cut eingepreist in dem Jahr. Und jetzt hat sich das halt alles innerhalb von mehr oder weniger einer Woche komplett verändert. Also quasi eine neue Realität, wenn man so will. Und ja, das ist natürlich, die Umstände sind nicht positiv, logischerweise. Aber ich sag's mal so, an sich ist es natürlich für den Markt oder halt vor allem eben für die, ich sag mal, zinssensibleren Werte und Bereiche durchaus positiv zu werten. Zumindest meiner Meinung nach. Und das sieht man meiner Meinung nach auch aktuell an der Price Action ganz deutlich. Und was auch noch ganz interessant ist, ich habe hier mal provokativ geschrieben, Back to QE. QE steht für quantitatives Easing, also quasi weniger restriktive Geldpolitik. Das ist ein Chart hier unten vom Fed Balance Sheet und man sieht hier relativ deutlich, letzte Woche ist es erstmals wieder gewachsen seit Mai 2022, also seit fast einem Jahr. Die Fed hat ja daran aktiv daran gearbeitet und nicht aktiv, oder hat probiert, die Bilanz abzubauen in Form von die bestehenden Positionen, also Anleihenpositionen, auslaufen zu lassen. Sie hat nicht angefangen, welche aktiv zu verkaufen, aber hat halt keine neuen mehr aufgenommen. Und da ist eben immer wieder welche verfallen oder auslaufen, sinkt oder wird die Bilanz dann automatisch kleiner, sieht man hier relativ schön. Ja, das Ganze wurde letzte Woche dann zum Teil relativ schnell wieder komplett rückgängig gemacht. Wie kam es dazu? Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, die Grafik hat man die Woche oder gerade gegen Ende der Woche öfters bei Twitter gesehen, und zwar geht es hier um das Fed Discount Window. Und man sieht hier relativ deutlich, dass eben in der letzten Woche hier The Fed, Data published by The Fed showed that 152 Millionen in borrowing from the discount window, the traditional liquidity backstop for banks in the week ended March 15, a record high up from knapp 5 Milliarden in der Woche zuvor. Sieht natürlich erstmal alles relativ dramatisch aus, weil man sieht halt hier zur Finanzkrise, das hier war Corona, und jetzt sind wir halt deutlich über den Levels der Finanzkrise, und das ist wie gesagt nur letzte Woche, aber um dem Ganzen etwas Kontext zu verleihen, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was dieses Discount-Window überhaupt ist. Deshalb habe ich hier mal aus einem Artikel einen Abschnitt rauskopiert, der das Ganze erklärt. Ich werde den Artikel auch unten verlinken, wenn ich ihn finde. Der ist relativ gut und erklärt es nochmal relativ gut. Ich gehe mal kurz durch, ich habe wieder die wichtigen Parts markiert. Also was ist das Fed Discount Window? It's the main direct lending facility provided by the Fed to support stability and provide liquidity to the US banking system. Also das ist prinzipiell was, das gibt es immer. Darauf haben die Banken immer Zugriff. It enables the central bank to lend banks money for up to 90 days. Also dieses geleihene Geld hier, das können sie nur 90 Tage lang leihen. Das ist ganz wichtig, also 3 Monate in etwa. While the service is always there, it's particularly popular at moments of institutional or market stress when getting funds from elsewhere is providing difficult. Also natürlich so eine Situation, wie wir es jetzt haben, im Endeffekt die größte Krise im Banken- und Finanzbereich seit 2008, dementsprechend Stresslevel extrem hoch, Unsicherheit extrem hoch, da ist sowas natürlich extrem praktisch und erklärt auch, warum eben so viele Institute darauf zugreifen. Es ist allerdings nicht klar, welche Bank sich jetzt hier wie viel Geld geliehen hat, es wird nur veröffentlicht, wie viel tatsächlich geliehen wurde. The banks get the cash in return for providing collateral. Collateral ist sozusagen eine Sicherheit. Securities like government bonds, also zum Beispiel Staatsanleihen, that the central bank can keep if the loan isn't repaid, halt einfach als Sicherheit. Dazu ist auch wichtig zu wissen, dass auch hier meines Wissens ist es möglich, dass die ganzen Anleihen at par bewertet werden. Das heißt auf gut Deutsch, dass eben nicht der aktuelle Wert der Position als Sicherheit hinterlegt ist, sondern quasi der Wert der Position zur Eröffnung der Position oder halt quasi das, was man zurückbekommt, wenn die Anleihe tatsächlich bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten werden sollte. So umgeht man eben dieses Problem, das man eben aktuell hat und was auch mit der hauptsächliche Grund war, warum gerade so viele Regional Banks deutlich unter Druck kommen, dass eben viele der gerade länger laufenden Anleihenpositionen aufgrund der extrem stark gestiegenen Zinsen in sehr kurzer Zeit extrem viel an Face Value verloren haben, und dementsprechend, wenn man die Mark-to-Market bewerten würde, also quasi den aktuellen Wert des Kurses, sind die deutlich weniger wert als zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position natürlich, aufgrund der inversen Korrelation zwischen Zins und Kurs der Anleihe. Und hier vielleicht auch noch ganz interessant, what is the new loan facility? The Bank Term Funding Program. das ist jetzt auch noch wichtig, das ist hier mal was anderes, genau, das ist nämlich dieses BTFP, das ist nicht das gleiche wie das Fed Discount Window. Wie gesagt, das hier gibt es schon immer, und das hier ist jetzt quasi dieses Bank Term Funding Program,
was created in the wake of SVB's collapse, also was quasi ins Leben gerufen wurde aufgrund der Situation mit der Silicon Valley Bank. It allows banks to take out loans for up to 1 year secured by government bonds valued as collateral at full face value. Also im Endeffekt auch, was ich hier gerade erklärt habe, dass eben die Anleihen at par bewertet werden und nicht zu ihrem aktuellen Wert, was natürlich, wie gesagt, positiv ist für die Banken. Und wie gesagt, auch hier, hier waren es 90 Tage, hier ist es bis zu einem Jahr, also schon deutlich länger. A primary driver of SVB's failure was the way its holdings of long-term treasuries had lost value as the Fed had raised interest rates rapidly over the last year. Im Endeffekt, was ich gerade zusammengefasst habe. Und das ist auch noch ganz interessant. Between March 13th and 15th, banks borrowed close to 12 billion from the new lending program. Also knapp 12 Milliarden wurden hier bis jetzt abgerufen. Ja, im Endeffekt nicht viel. Klingt viel, aber es ist nicht viel. Da wurde hier schon deutlich mehr drauf zurückgegriffen. Aber wie gesagt, dieses Discount-Window ist nichts, was jetzt speziell für die aktuellen Events ins Leben gerufen wurde. Das gibt es prinzipiell schon deutlich länger. Ja, dann so viel dazu. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den eigentlichen Events of the Week, nämlich die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise. Man sieht hier relativ schön der CPI hier auf der linken Seite. Der kam eher so in etwa in Line rein. Also keine deutliche Abkühlung zu erkennen. Auf der anderen Seite auch keine eher negative Überraschungen. Und hier wie immer der Year-over-Year CPI-Trend weiterhin ja, abwärts gerichtet und dann durchaus eine positive Überraschung bei den Erzeugerpreisen. Man sieht hier relativ schön, da haben wir doch deutlich weniger starke Steigerungen gesehen als erwartet, sowohl im Core-Bereich als auch im Headline-Bereich und vor allem auch Month-for-Month und Year-over-Year. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es in diesem aktuellen Zyklus proportional die doch stärkste Abkühlung, dementsprechend positiv zu werten, dementsprechend positiv haben die Märkte reagiert. Und ich habe oben auch noch einen Tweet eingeblendet, den fand ich relativ passend zu der Woche, nämlich, dass wir quasi, also ein bisschen, diese ganzen Stressfaktoren des letzten Jahres sind merklich zurückgekommen in den letzten beiden Wochen. Eben, wie gesagt, ich habe gerade gezeigt, die Bond Yields, oder die Bond Yields habe ich noch nicht gezeigt, aber halt die Expected, quasi die erwarteten Zinssätze oder der erwartete Leitzins der Federal Reserve, dass der, dass die Rate Cuts deutlich mehr eingepreist wurden. Hat der PPI, wie gesagt, deutlich schwächer, dass die Fed die Regionals stützt und halt Liquidität zur Verfügung stellt, wo es gebraucht wird und eben, dass das Balance Sheet, also die Bilanz der Fed, jetzt wieder deutlich gestiegen ist, eben aufgrund dieses Discount Windows, das jetzt doch stärker in Angriff genommen wurde. Ja, dementsprechend remains to be seen, ob da was dran ist, aber ganz interessant. Price Action, ja, man sieht den S&P im Tagesschart im Endeffekt ja gegen Ende der Woche dann wieder stärker, im Großen und Ganzen quasi unverändert. Wir haben hier kurz angetestet die Supportzone bzw. die Base aus dem Januar, von der aus die letzte Bärenmarkt-Rally gestartet ist. Darunter wird es meiner Meinung nach nochmal schnell sehr eklig werden, weil dann noch die Verlaufstiefs nicht mehr weit weg sind, aber solange die Zone hält, bin ich relativ positiv gestimmt. ZB, also T1 Futures, also langlaufende Anleihen, 30 Jahre meines Wissens. Man sieht hier relativ schön, der Kurs jetzt wieder an der oberen Range-Kante. Wenn wir hier drüber brechen sollten, wäre durchaus positiv zu bewerten, weil das natürlich weiteren Druck in den Renditen bedeuten würde. Der Dollar jetzt doch wieder schwächer, nachdem er relativ stark ab Februar relativ stark gelaufen ist. Warum? Weil natürlich, wenn die Zinserwartungen in den USA so zurückkommen, macht es natürlich den Währungsraum erstmal für ausländische Investoren und deutlich weniger attraktiv und was auch die Dollarnachfrage erstmal sinken lässt. Das ist einer von vielen Faktoren, aber nicht ganz unwichtiger. Dementsprechend so erkläre ich mir die Price Action hier. Und der VIX, also der Volatilitätsindex, verharrt weiter so um die 25. Man sieht ja relativ volatil die letzte Woche. Im Großen und Ganzen ist aber der wirkliche Spike nach oben deutlich über 30 auch ausgeblieben. Dementsprechend, ja, bleibt abzuwarten. Dann Yields. Sehr interessant, wir sehen hier den Week-over-Week-Change in den Money-Market und Capital-Market-Rates und ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem ich die Grafik mit drin habe, dass wirklich alle negativ sind, das heißt, die Renditen sind auf wirklich breiter Basis zurückgekommen. Vor allem die kürzer laufenden Kapitalmarktrenditen, also ein Jahr bis sieben Jahre oder bis zehn Jahre, sind deutlich zurückgekommen, was natürlich positiv zu werten ist, aber auch der Money-Markt, also die kurzlaufenden Staatsanleihen von einem Monat bis einem Jahr sind deutlicher zurückgekommen. Und man sieht ja zum Beispiel auch, dass die Invertierungen der einzelnen Kombinationen, vor allem der Geldmarkt- und Kapitalmarktrenditen,
3-Month, 10-Year doch deutlich zurückgekommen sind. Das heißt, die Zinskurve ist etwas weniger stark invertiert und man sieht hier zum Beispiel auch wieder, dass die 10- und die 20-Jährigen mittlerweile nicht mehr invertiert sind. Was heißt das? Das heißt, dass die kürzer laufenden, also die 10-Jährigen, tatsächlich eine geringere Rendite bringen als die 20-Jährigen. Ja, also positiv. Mal sehen, ob der Trend wirklich Bestand hat oder ob sich das Ganze dann kommende Woche wieder ändern wird. Sektoren Top Flop. Ja, man sieht hier, also Nasdaq, wie gesagt, Technologie extrem stark, dementsprechend ROKK, also High Growth, XLK, das ist Tech, SMH sind Halbleiter, XLC ist Communications, da hat Facebook eine hohe Gewichtung, alle relativ stark, aber was auch ja, zu bemerken ist, dass zum Beispiel der XLU, also Utilities, Healthcare und Consumer Staples, also die eher defensiven oder klassischen Risk-On-Sektoren, letzte Woche doch deutlich besser gelaufen sind wieder wie die ja, Monate oder ja, bis jetzt in 2023, weil natürlich die dann doch wieder, ja, ich sag mal so, Zulauf finden, ne, in diesen Situationen, sobald der Markt dann quasi so ins Wanken kommt oder halt in Situationen, wo die Unsicherheit relativ hoch ist, dementsprechend, ja, habe ich da ein paar Unternehmen auf der Watchlist für die kommende Woche, falls dieser Trend tatsächlich von Dauer sein sollte. Und was war schwach? Natürlich die Banken, die Financials, der KRE, aber auch der Energy-Bereich und Mining and Metals. Also ich sag mal, alles konjunktursensible, vor allem der Ölpreis zum Beispiel auch, extrem unter die Räder gekommen letzte Woche. Man sieht auch hier nochmal relativ schön im Finanzwesen, also Financials extrem schwach, Big Tech ja, spricht für sich selbst extrem stark und auch der Energy-Bereich extrem schwach. Dann Earnings kommende Woche, wir sind jetzt durch mit der regulären Earnings-Season. Jetzt haben wir noch so ein paar Outlier, wir haben ein paar größere chinesische Tech-Unternehmen mit Pinduoduo, die melden, ich glaube Tencent Music meldet, glaube ich, auch noch. Dann haben wir noch Canadian Solar, Nike dürfte interessant werden, also definitiv Earnings of the Week, Nike. KB Home, größere Hausbauer, da hat Lennar letzte Woche Zahlen gemeldet, die waren sehr gut. Accenture, Unternehmensberatung, ADMA, das ist ein kleineres Biotech. Ja, aber wie gesagt, die ganz Großen sind definitiv durch. Dementsprechend All Eyes und Nike. Und dann der Wirtschaftskalender. Vielleicht noch außerhalb der USA. Xi Jinping, also der chinesische Präsident, wird nächste Woche nach Russland reisen. Das wird interessant werden. Unter anderem wurde bis jetzt spekuliert, dass Military Technical Cooperation diskutiert wird. Also, dass China Waffen liefern könnte nach Russland. Bis jetzt reine Spekulation, sollte da natürlich was dran sein, dürfte das diesen Konflikt zwischen den USA oder dem Westen und China weiter verschärfen, das dürfte dem Markt nicht gefallen, dementsprechend auf jeden Fall im Auge behalten. Dann haben wir im Endeffekt Event of the Week, wird ab Mittwochabend um 20 Uhr der Zinsentscheid der Federal Reserve mit anschließender Pressekonferenz. Aktuell eingepreist, habe ich hier euch mal reingeblendet, sind mit 25 Basispunkte sind eingepreist zu 90% und 0 Basispunkte zu 2. Also es wird zwischen, also alles über 25 würde den Markt definitiv stark überraschen, negativ. 0, denke ich, würde für eine positive Reaktion sorgen. Ich denke, es sind 25. Das ist auch mit knapp 90% eingepreist, wie gesagt. Und dann die Pressekonferenz dürfte interessant werden, weil man darf nicht vergessen, ne, letzte Woche oder seit dem SVB-Debakel, ist die Fed in ihrer Quiet-Periode. Das heißt, es hat sich eigentlich noch kein Notenbanker zu dem ganzen Thema geäußert. Dementsprechend wird Paul da das erste Mal wirklich dazu Stellung beziehen können. Einmal wird das interessant. Dann natürlich noch, wie sieht zukünftig mit dem Bilanzabbauplan, ob das fortgesetzt werden soll, wie, das wird interessant werden. Ja, dementsprechend wird ein richtig wichtiges Meeting und nicht nur der Zinsentscheid selbst. Ansonsten so Wirtschaftsdaten steht ja nichts Wichtiges an, also nichts Marktbewegendes. Ja, zumindest ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ja, dann wie jetzt, wie immer, der Wechsel rüber in TradingView, wo wir dann nochmal genauer uns einzelne Sektoren, Indizes und vor allem Einzelwerte anschauen. Wen das Ganze genau interessiert, der kann in die Videobeschreibung schauen. Ich werde die Grafik hier in Discord nochmal posten. Dazu ist ein Link in der Videobeschreibung. Ja, bei Interesse mal reinschauen. Ja, also die großen Indizes habe ich mir im Endeffekt schon angesprochen. Man sieht hier relativ schön der Russell, also die Small Caps, die sind, ja, jetzt im Prinzip auch an den Januar-Tiefs, wenn die jetzt nicht halten kommende Woche, dann denke ich, ja, ist der nächste Stopp die neuen Jahrestiefs. Es ist vor allem wichtig, dass sich die Financials hier stabilisieren, wie gesagt, aufgrund der extrem hohen Gewichtung. Die Equal Weight S&P ist der, nicht S&P, ist die Equal Weight Indizes, also einmal der QQEV für die Nasdaq. Ja, der sieht noch relativ robust aus. Wie gesagt, hat sich auch letzte Woche sehr gut gehalten. Und der RSP, also der Equal Weight S&P, der allerdings sieht man auch deutlich angeschlagen. Auch um die Januar-Tiefs jetzt.
Auch hier wäre natürlich wichtig, dass die gehalten werden können. Ja, dann vielleicht mal noch ganz kurz die Renditen. Einmal die zweijährigen Renditen von US-Staatsanleihen. Ja, deutlich unter Druck sieht man hier. Ich mache mal, das ist ein logarithmischer Chart. Ich mache mal logarithmisch weg, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wie extrem der Move dann letzte Woche und auch die Woche davor schon war. Ja, dementsprechend natürlich eher positiv oder in Anführungszeichen positiv für Aktien. Vor allem halt für Technologiewerte bzw. zinssensiblere Werte. Ähnliches Bild hier in den 10 Years. Die sind jetzt um dieses in dem Supportniveau um 3,4% in etwa. Wird auch hier interessant werden kommende Woche, ob das Niveau halten kann. Wenn nicht, ja, dürfte es hier erstmal ein deutliches Stück tiefer gehen. Wird maßgeblich daran hängen, wie sich Jerome Powell am Mittwoch ausdrückt. Ja, dann der Dollar, den habe ich auch schon gezeigt. Vielleicht noch ganz interessant, Öl, Bitcoin und Gold. Öl ist letzte Woche aus der Range, aus der langen Range seit Anfang Dezember tatsächlich nach unten durchgebrochen. Jetzt wieder bei 67 Dollar. Dementsprechend Druck in dem Energy-Bereich. Der Bitcoin, positiv zu vermerken, der performt ähnlich gut wie Gold aktuell, muss man sagen. Über die letzten Verlaufshochs ausgebrochen. Dementsprechend hier auch vielleicht die Sympathy Plays, also Coinbase, MicroStrategy, Riot, Mara, interessant für die kommende Woche. Und Gold und Silber, die sind vor allem, ich habe immer mit dem Bereich ein Problem. Die haben immer so, also Gold und Silber an sich hat immer so diese eine Woche im Jahr, wo die wirklich gut performen. Natürlich jetzt gerade Flight to Safety, dementsprechend sehr attraktiv. Vor allem der Freitag war gut, auch für die Sympathy Plays, also wenn man sich sowas anschaut wie Newmont Gold, Yamaha Gold. Die haben alle relativ gut performt, halt vor allem am Freitag. Meistens sind diese Moves aber nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, von Dauer. Dementsprechend, ja, bin ich da mal ein bisschen vorsichtig im Swing Trading. Maximal, wenn man früh genug, wenn man es früh genug erkennt, Intraday, was ist da oftmals was drin. Aber auf der anderen Seite ist danach, sobald sich das Thema widerlegt, auf der Short-Seite ist wahrscheinlich fast vielversprechender. Ja, hier ist Silber, ähnlicher Move. Ja. Dann die Sektoren, wie gesagt, ich finde hier RKK, also High Growth, hält sich weiterhin verhältnismäßig echt gut. Hier werden neue Verlaufshochs nächste Woche natürlich sehr positiv. Ähnliches gilt für den SMH, also Halbleiterbereich. Das ist aktuell mit Abstand der stärkste Sektor überhaupt. Auch schon vor letzter Woche hat er sich extrem gut gehalten und man sieht jetzt unweit der Verlaufshochs AMD, Nvidia, also somit die größten, extrem stabil, extrem stark. Dementsprechend ja auf jeden Fall was, das ich für die kommende Woche auf der Long Watchlist habe, also Werte aus dem Bereich. Auch der ITB, also der Hausbaubereich, hält sich weiterhin relativ gut. Ist ja auch ein zinssensibler Sektor, das heißt, wenn wir hier weiter Druck sehen sollten, in den Renditen dürfte das auch dem Sektor durchaus entgegenkommen. Dazu, wie gesagt, die Zahlen von KB Home. Und ja, der Energy-Bereich und XMI, also Mining and Metals, alles sehr konjunktursensible, wie gesagt, extrem unter Druck die letzte Woche. Befinden sich jetzt zum Teil an kritischen Supportzonen. Wenn die unterbrochen, also wenn die unterschritten werden sollten, kann ich mir eigentlich jetzt nicht aber vorstellen, weil die sind so dermaßen abverkauft worden. Für mich in Bounce hier kommende Woche das wahrscheinlichere Szenario. Ja, wenn nicht, könnte es nochmal eklig werden. Selbiges Bild für den XLE. Da sind wir unter die letzten Supports, also unter die letzte Supportzone schon deutlich gebrochen. Oder haben wir die deutlich unterschritten. Und ja, jetzt wird im Endeffekt wichtig. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Reaktion seitens der OPEC oder der OPEC Plus, das kann ich mir gut vorstellen, da der Preis jetzt ja doch nochmal deutlich unter Druck gekommen ist, dass sie sagen, okay, sie cutten den Output oder irgendwas in die Richtung. Ja, aber bleibt abzuwarten. Dann zu meiner Fokusliste für die kommende Woche. Ich habe vor allem wieder, ich habe eben aufgrund, weil die Sektoren aktuell mit am stärksten sind, vor allem Werte aus dem Bereich Cybersecurity, Halbleiter und Growth an sich, also Cloud und das ganze Zeug auf der Watchlist. Eine Tenable, das ist ein Cybersecurity-Wert, der hält sich weiterhin relativ gut. Der große Breakout ist bis jetzt ausgeblieben, aber die habe ich auf jeden Fall dafür auf der Watchlist. Samsara, Ticker IoT, die haben extrem starke Zahlen gemeldet. Aktie sieht man hier relativ schön gut gelaufen. Letzte Woche jetzt etwas konsolidiert, auch hier für Continuation auf der Long-Seite auf der Watchlist. Dann Applied Materials, Chip-Maschinenbau meines Wissens, ja, oder halt Equipment Provider. Auch wie der ganze Sektor relativ robust, steht jetzt kurz vor dem Ausbruch auf neue Verlaufshochs, dementsprechend positiv. Ähnliches gilt für Lam Research, ähnlicher Sektor auch hier am Freitag bzw. am Donnerstag der Ausbruch aus der letzten Base positiv zu werden. Dann habe ich noch Penumbra auf der Watchlist, die machen Medical Devices.
hat sich auch hier relativ gut gehalten und relativ schöner Trend die letzten Monate und ja, auch am Freitag dann oder am Donnerstag der Ausbruch aus der letzten Base, beziehungsweise halt einfach die letzte Konsolidierung nach oben hin aufgelöst. Dann habe ich noch Shopify, ich denke, die kennt jeder auf der Watchlist. Auch die hat sich relativ gut gehalten oder hält sich relativ gut. Mal sehen, ob hier nächste Woche ja, Impulse nach oben drin sind. Okta, wäre aus dem Cybersecurity-Bereich, einer der stabilsten, hier nach starken Zahlen, Gap, im Endeffekt gehalten die Zone jetzt. Oder seitdem seitwärts gelaufen, nächster Impuls nach oben wäre bullish zu werden. Und dann noch zwei Werte, die ich eher auf der Short, also auf der Short-Seite interessant finde. Zwei Refiner, Maritime Petroleum und Valero. Beide Werte sind im Vergleich zu, ja, ich sag mal, anderen Werten aus dem Öl- und Gasbereich, also zum Beispiel eine Chevron, eine Hess, eine ExxonMobil, haben sich bis jetzt deutlich besser gehalten, aber man muss sagen, der ganze Refiner-Bereich hat sich schon immer, also das ganze Jahr lang, wo der XLE immer wieder unter Druck kam, deutlich besser gehalten als die Peers. Dementsprechend muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Allerdings, wenn hier nachhaltig Schwäche reinkommen sollte, für mich relativ vielversprechend auf der Short-Seite mittelfristig, weil eben noch relativ viel Fleisch dran ist. Ja, und dann finde ich nächste Woche noch ganz wichtig, dass man die Financials im Blick hat, da eben hier Stabilität extrem wichtig ist für den gesamten Markt, logischerweise. Auch vor allem halt für die Nebenwerte, für den Russell. Dementsprechend habe ich hier auch ein paar Werte auf der Watchlist, vielleicht für, wenn wir Bids sehen sollten und wenn, ich sag mal, der Newsflow, der negative Newsflow aus dem Sektor nachlassen sollte, dann finde ich vielleicht natürlich mit einem Stop und eher als Rebound in Anführungszeichen so ein paar Werte aus dem Bereich, habe ich mir mal rausgesucht, die ich ganz interessant finde dafür. Erstmal zwei. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Also es sind nicht klassisch Banken, aber es sind halt diesmal Credit Providers, also machen Kreditkarten und sowas. Discover Financial, sieht man hier relativ schön, auch stark unter Druck gekommen natürlich und jetzt aber so in dieser Supportzone, wo wir ein paar markante Tiefs liegen haben. COF, ähnlicher Bereich. Auch Financial Products, auch hier unmittelbar an den letzten Verlaufstiefs. Wie gesagt, halt wichtig, dass der ganze Sektor an sich wieder ein paar Bits fängt und sich stabilisiert, sonst macht das natürlich wenig Sinn. Dann aus dem Bereich Broker habe ich LPLA Financial, gleiche Idee im Endeffekt, und dann noch Interactive Brokers. Bei Interactive Brokers ist der Abverkauf besonders irrational, weil da der CEO erst in der Konferenz vor ein paar Monaten betont hat, dass die eben genau diesen Fehler mit dem, ich sag mal, nicht Duration Matching oder halt, dass sie quasi ihre Einlagen oder halt das Geld, das sie verwalten, in Anführungszeichen, nicht in also nicht länger als, ich glaube, in nicht 2 Jahre an Staatsanleihen in Form von Laufzeit stecken. Dementsprechend haben sie dieses Zinsrisiko lange nicht so stark, wie zum Beispiel die Silicon Valley Bank es hatte. Ja, dementsprechend hier der Abverkauf, ja, meiner Meinung nach sehr irrational. Das muss erstmal nichts heißen, aber wäre für mich auch ein absoluter Favorit, sobald sich der Sektor wieder etwas stabilisiert, weil, wie gesagt, davor extrem solide unterwegs. Dann habe ich noch CINF mit dabei. Das ist eine Versicherung. Wie gesagt, der ganze Bereich, also auch Versicherungen sind ja auch Financials, wurden relativ stark abverkauft. Auch hier die Idee wieder dieselbe. ACGL auch wieder eine Versicherung. Und dann noch als einzige größere Bank, weil ich finde, vom Chart her, die hat auch unmittelbar eine, oder läuft jetzt auch unmittelbar eine relativ starke Supportzone mit rein. Die Citigroup. Aber das wäre wahrscheinlich dann. Also ich sag mal so, das ist dann der Bereich, wo ich am vorsichtigsten sein würde, weil es halt direktes Banking Exposure ist. Also da würde ich also die Broker sehe ich persönlich da am bestpositionierten oder halt einfach von den Bounce am vielversprechendsten, vor allem halt Interactive Brokers. Ja, so viel dazu. Dann Secondary Watches ist in der Excel-Tabelle mit drin. Wie gesagt, wenn das interessiert, der kann in Discord reinschauen. Video ist jetzt lang genug. Wie gesagt, ich habe probiert, das ganze Thema mit den Banken am Anfang nochmal etwas aufzugreifen und zu erklären. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche allen viel Erfolg in der kommenden Woche.